Chris Schmettmann und ich möchte Ihnen heute die neue OneDrive-Download-Funktion des Audiobook-Players zeigen. Ich habe die App bereits gestartet und befinde mich in der Bibliothek. Ich habe einfach einen lokalen Ordner zugeordnet und klicke hier auf dieses Cloud-Symbol, um den OneDrive-Download zu starten. Wenn ich darauf klicke, lädt die App erstmal die Ordner, die sich im OneDrive befinden, und ich kann dahin navigieren, wo meine Hörbücher liegen. Das ist zum Beispiel hier. Nun habe ich eins ausgewählt und wir sehen, es werden die Dateien abgerufen, die sich im Ordner befinden. Und er ist mit Laden fertig. Das heißt, wir sehen hier die verschiedenen MP3-Dateien und das Cover. Wir haben nun die Möglichkeit, hier oben anzuhaken bei Download fortsetzen, ob wir mit dem Download jedes Mal von vorne beginnen möchten oder da, wo wir aufgehört haben mit dem Download. Wir lassen den Haken jetzt einfach hier, das heißt, würden wir bei Datei 3 aufhören, wird der nächste Mal bei Datei 4 weitermachen. Sagen jetzt hier unten Download und müssen nun den Speicherort angeben. Das passt hier. Ich habe diesen Ordner bereits zugeordnet. Das heißt, ich mache auch mit dem weiter. Und wir sehen, der Download startet. Wir haben nun 4 von 205 Dateien heruntergeladen. Mittlerweile 5. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier anzuhalten. Dann sehen wir hier, es wird angehalten. Und wir können auch hier den Download fortsetzen. Was aber auch möglich ist, mit den 8 vorhandenen Dateien den Dialog zu schließen. Und wir sehen bereits, dieses Hörbuch liegt hier. Und wir haben nun die Möglichkeit, das Hörbuch direkt schon zu starten mit den Dateien, die wir runtergeladen haben, mit den 8. Und die nächsten Dateien einfach später herunterzuladen. Das heißt, wir können problemlos hier wieder reingehen. Der Audiobooks, der Bann. Und auf Download klicken. Wieder der gleiche Speicherort natürlich. Und wir sehen, die ersten 8 wurden direkt übersprungen, weil die bereits existieren. Und er macht mit der 9. weiter. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen Funktion.